Wir haben hier einen großen Parkplatz und wenn sich Leute falsch hinstellen, wie jetzt der da und die zwei hinter mir, so auf die Straße und nicht auf die Parkplätze, weil keine mehr frei sind, dann kriegen die eine Mahnung und da steht dann drauf, sie parken falsch, bitte nicht mehr, sonst werden wir halt Maßnahmen ergreifen. Und diese drei scheinbar sind immer die gleichen, weil die haben jetzt eine Parkralle dran. Das heißt, die müssen jetzt in die Hauptpforte laufen, müssen bitteln und betteln und sagen, Entschuldigung, ich wollte das nicht. Und dann wird die Parkralle wieder runtergenommen. Das tut weh. Auch dem Ego. Und um Ego und Autofahren geht's heute. Peace. Es ist ganz komisch, dass ich, seitdem ich ein E-Auto habe, kann ich scheinbar nicht mehr richtig Auto fahren, weil vorher habe ich eine Automatik gehabt und da habe ich das ohne hinzuschauen, habe ich da den Gang rein. Das hat immer gepasst, da habe ich nie irgendwie vorwärts und rückwärts und keine Ahnung, irgendwas verwechselt. Das passiert mir bei dem schon. Und da ist der nächste mit der Parkralle. Ist ja krass. Aber die stehen wirklich furchtbar da. So. Servus. Vorgehensheimvorteil 30. Schon lange keins mehr gekommen, aus dem einfachen Grund, ich komme momentan sehr spät von der Arbeit raus, so 16:30 und dann ist stockfinster mittlerweile schon bei uns im Oberpfalzland, im Oberpfälzer Land und in der Oberpfalz, Oberpfalz. Ja. Und dann ist es zu dunkel zum Filmen, dann kriselt es so und es schaut so mistig aus und dementsprechend bin ich heute ein bisschen eher gefahren, jetzt ist 15:45, schauen wir mal, ob es noch hell genug ist zum Filmen, momentan sieht es gut aus. Ich habe einen Kommentar bekommen unten, sehr langatmig und bis ich auf den Punkt komme und Dankeschön. Und es ist echt schrecklich, da zuzuschauen. Ja, es tut mir leid. Ich würde es gern schneller machen, aber irgendwie geht es halt nicht. So, um was geht es heute? Heute geht es um Ego. Autos und Ego. Das hört sich jetzt erst einmal komisch an, ist es auch. Ja, warum? Ich merke das gerade beim Kanal, wo es um E-Mobilität geht, wird man schon ziemlich gebasht. Da wird dann gesagt, du bashst gegen Verbrenner. Ja, manchmal schon. Ich bashe ja nicht gegen die Leute, sondern nur gegen die Antriebsart, wenn wirklich. Umgekehrt wird aber sehr oft gebasht gegen einen persönlich. Dann wird dann persönlich beleidigt und aber das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Mir geht es nämlich um Folgendes. Und zwar verstehe ich nicht, dass Automobil selber so emotional ist. Dass man sich so emotional über Automobile unterhalten kann und das auch tut. Dass man Autos mit Frauen vergleicht zum Beispiel. Dass man Autos vergleicht mit seiner Potenz. Ist so. Einfach mal eine Vorab-Ansage, zieht euch den Stecken mal aus dem Hintern. Wie kann man da so verkrampft sein? Ich verstehe das nicht, dass in Deutschland das Thema Automobil so ein geladenes Thema ist. Geht mir völlig überhaupt nicht ein. Dann heißt es wieder, ja, du bist ja, oh, hast ja überhaupt keine Leidenschaft für Autos. Das stimmt nicht. Meine Leidenschaft für Autos ist mittlerweile halt schon gesunken. Die war früher ganz anders, die war früher auch stärker. Hab natürlich auch trotzdem noch Lieblingsautos. Corvette zum Beispiel, die C6. Einfach ein Traum für mich, wunderbar. Aber ich würde, keine Ahnung, jeden Tesla würde ich vorziehen.
Wenn eine Frau in Deutschland zu ihrem Mann sagt, oder Freund, meine Fresse, bist du schlecht im Bett, dann erntet sie vielleicht ein Schulterzucken. Oder, naja, wenn die Frau aber zum Mann oder zum Freund sagt, mein Gott, bist du ein schlechter Autofahrer, dann ist Krieg. Und das verstehe ich nicht. Ich vergleiche das immer, wir lachen ja immer über Amerika. Amerika heißt immer, mein Gott, sind die Leute Idioten, wieso können die so einen Präsidenten wählen? Wie jetzt in dem Fall der Trump. Über den Mann habe ich überhaupt keine Meinung, weil ich den nicht kenne. Ich kenne den nur aus den Nachrichten. Und da die Nachrichten immer nur einen Teil der Wahrheit zeigen, möchte ich mich jetzt nicht festlegen, ob der Mann gut oder schlecht ist. Was er für ein Abbild gibt für mich, das weiß ich. Und zwar nicht unbedingt eines Präsidenten würdig, aber da gibt es manche andere auch. So, warum wählen die Amerikaner solche Präsidenten? Apropos Amerikaner, ich habe einen Kumpel, der Joe. Hi Joe, what's up? Der kommt nächstes Jahr und dann sehen wir uns nach, keine Ahnung, fast 20 Jahren endlich mal wieder. Und mit dem habe ich damals ein Gespräch gehabt. Und da ging es um einen Al Gore und um einen Bush, W. Bush. Also Junior quasi. Und da war es dann so, dass ich gesagt habe, Mensch, wen willst denn du? Willst du einen Al oder einen George? Dann sagt er, sure, einen George. Warum willst du denn den George W. Bush? Das geht doch gar nicht. Verstehe nicht. Und dann sagt er, ja, weil der Al Gore mir oder uns die Waffen wegnehmen will. Und das ist für mich, in Amerika ist es einfach so, wenn du als Senator oder als Präsident kandidierst und du sagst zu denen, ich nehme euch eure Waffen weg, dann ist es ein politischer Selbstmord. In Deutschland ist es absolut das Gleiche. Zwar nicht mit Waffen, aber mit Autos. Wenn ein Kandidat vor das Rednerpult tritt oder an das Rednerpult tritt und ganz tolle Themen hat, wo jeder sagt, Mensch, wir brauchen was für die Schulbildung, wir brauchen was für Rente, wir brauchen was für die Senioren, und der hat überall ganz gute Ansätze und sagt meine, boah, der meine, der hat's drauf, der kann sogar, keine Ahnung, der nächste Bundeskanzler werden oder Minister für irgendwas. Und dann lässt er einen Satz los, wie zum Beispiel Tempolimit auf der Autobahn. Oder Autos dürfen nicht mehr wie 150 PS haben, wenn sie mehr haben, zahlen sie Strafsteuer. Oder die werden CO-technisch endlich mal so abgerechnet in der Steuer, wie sie auch wirklich fahren, und zwar nicht auf dem Testgelände, sondern auch auf der Straße. Der WLTP ist noch lange nicht da, wo die realen Werte sind. Mein, da gehört schon noch was anderes her. Ja, dann ist das für ihn ein politischer Selbstmord. Wir lachen über Amerika, über das Waffengesetz und über die Waffen und sagen, mein Gott, sind das Idioten, und selber sind wir eigentlich nicht anders. Halt mit einem anderen Thema. Aber das Thema wird bei uns genauso emotional besprochen und gestritten wie in Amerika die Waffen. Entweder du bist dafür oder dagegen. Wobei es in Amerika sogar noch in der Verfassung steht. Jeder amerikanische Bürger darf eine Waffe tragen. Darf eine Waffe haben. Wenn er vom polizeilichen Führungszeugnis, das gibt es ja auch da drüben, weiß bloß anders, wenn er befähigt wird, eine Waffe zu tragen, darf er das. Das steht bei denen im Grundgesetz. Bei uns steht es nicht im Grundgesetz, dass wir ein Auto haben müssen.
oder Vollgas auf der Autobahn fahren sollen oder, keine Ahnung, Autos mit über 200 PS plus haben müssen. Schön zu haben, aber eigentlich nicht notwendig. So, und wenn man jetzt was dagegen sagt, über den Verbrenner, dann wird es persönlich und dann wird man persönlich angegriffen und dann heißt, du hast doch keine Ahnung, du hast doch überhaupt keine Leidenschaft, du hast kein Benzin im Blut. Ja, nicht mehr so viel, obwohl ich ja noch Motorrad fahre. Benzinmotorrad, Motorräder sogar. Alle mit Benzin, einer sogar mit Benzinölgemisch als Zweitakter. Und der ist für mich so eine Leidenschaft, da sage ich, Mensch, das ist Erinnerung von früher, das ist schön. Ich könnte mir momentan nicht unbedingt vorstellen, ein E-Motorrad zu fahren, aber vielleicht kommt es noch. Ich bin halt offen. So, in der Autobranche schaut es anders aus. Da gibt es in Amerika die NRA, die National Rifle Association, glaube ich, heißt dies. Und in Deutschland gibt es den VDA, den Verbund Deutscher Automobilbauer, glaube ich, heißt der. Kann man da sagen, ey Focker, wie kannst du die vergleichen, Waffen mit Autos vergleichen, du bist ja nicht ganz dicht. Ja, das stimmt, ich bin nicht ganz dicht. Aber im Endeffekt ist es fast so. Ein Auto ist in Deutschland ein Genital für viele. Und wenn man ein E-Auto fährt, hat man scheinbar keins, weil man dementsprechend beschimpft wird mit schwanzloser Halbschule zum Beispiel. Und ich fahre jetzt auch eigentlich schnell genug, aber na gut, der will jetzt auch unbedingt vorbei, obwohl ich 105 fahre. Ist auch so ein Thema. Ein Arbeitskollege von mir, der hat einen Bruder, die kenne ich schon beide. Wie alt war ich damals? 22 oder so. Habe ich damals einen 106 Zylinder gehabt. Ein CBX 1000. Feines Motorrad. Ich glaube, ich hole ich mir wieder, wenn ich eine finde. Und da habe ich schon mal rumgeschraubt und da sind die zwei Zwetschgerln gekommen, haben sie da dazu gestellt und haben mal zugeschaut, wie ich da rumbaue. Und waren völlig fasziniert. Und der ist mittlerweile über 1,90, locker über 1,90, breit wie ein Schrank. Und sein Bruder ist ziemlich viel im Außendienst unterwegs. Der hat einen super schönen Spruch loslassen und den kann ich eigentlich so bloß bestätigen. Und zwar, der Deutsche fährt nicht Auto, um von A nach B zu kommen, sondern er fährt Auto, um Recht zu haben. Das finde ich voll klasse Spruch. Trifft zu. Ja, trifft zu. Mal ganz ehrlich sagen. Wir Deutschen sollten uns nicht unbedingt über andere Länder aufregen, weil die so dumm sind oder so blöd, weil eigentlich sind wir selber genauso. In einer anderen Form, in einer anderen Sache, aber mindestens genauso emotional wie andere Länder halt mit was anderem. Autofahren, E-Autofahren ist für mich halt eine zusätzliche Alternative zum normalen Auto. Ja, Autofahren mit E bedeutet für mich bessere Luft. Autofahren bedeutet für mich Umweltgedanken. Auch wenn jetzt wieder viele buchrufen und sagen, das stimmt so nicht und Akku und Strom aus Atom und Kohle und keine Ahnung. Nein, ich habe Strom, ich habe den grünen Strom und da wird mir zugesichert, dass der zu 100% grün ist. Wind, Sonne, Wasser. Ob das stimmt? Das, glaube ich, kann ich nicht beweisen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, sonst würden sie es nicht reinschreiben. Akkus werden bei den meisten Herstellern klimaneutral gebaut, das heißt aus erneuerbaren Energien. Rohstoffe, habe ich im letzten Video schon gesagt, Rohstoffe sind, natürlich werden Rohstoffe gebraucht und jede Mobilität ist schlecht, eigentlich für die Umwelt. Und E-Autofahren ist für mich trotzdem auch irgendwo Leidenschaft. Es ist nicht so, als wenn die Leute, obwohl es mir so vorkommt, Leute, wenn man sagt, Verbrenner, wird es nicht mehr lang geben, was, mit mir niemals,
Ich will Leidenschaft haben im Auto. Ich will Emotion haben. Ich will einfach Spaß haben. Fahrt's einmal mit so einem. Fahrt's doch einfach mal mit so einem. Ich glaube, dass die meisten, die sowas sagen, noch nie mit einem E-Auto mitgefahren oder selber gefahren sind. Wenn man zum Beispiel sagt, das ist auch so ein Thema, habe ich letztens gehabt, da ging es um den Cannonball. Hamburg, München. Das haben wir irgendwie so zusammengeguckt und dann hat einer gesagt, E-Auto ist für ihn nichts, weil er will auch mit dem Auto mal von, ich weiß nicht, wo er wohnt, hier in der, von Nürnberg oder so, von Nürnberg nach Hamburg fahren können. Und das kann ein E-Auto nicht. Das ist falsch. Das kann jedes E-Auto, sogar ein Renault wie sie. Sogar der schafft es. Dass es nicht auf einen Hubs schafft, selbst die neuen E-Autos, das hat man im Cannonball-Rennen gesehen. Das ist aber ein anderes Thema. Das heißt, man muss auch differenzieren und sagen, der Unterschied zwischen ein Auto kann das nicht oder ich will das nicht, sind völlig zwei Paar Schuhe. Wenn er zu mir sagt, pass auf, ich will das einfach nicht, dass ich mit meinem Auto, wenn ich nach Hamburg auf wie vor, zweimal, dreimal, keine Ahnung, Strom tanken muss. Dann bin ich voll bei ihm. Das ist eine persönliche Meinung. Ja, verstehe ich voll und ganz. Wird für mich akzeptiert. Wäre nie dagegen reden. Ja, ich habe auch oft Kommentare drin, gib mir ein Auto, das 1000 Kilometer auf einmal fährt, dann kaufe ich mir ein E-Auto. Ja, muss er das? Weiß ich nicht, kann sein. Will er das? Wahrscheinlich. Ja. Also der Unterschied zwischen geht nicht und will nicht, weiß man. Wenn man Kinder hat, weiß man das. Ich habe keine, ich weiß trotzdem. Ich bin ja verheiratet. Ja, so. Und wenn er mir das sagt, ich will nicht mit dem E-Auto von da nach da fahren, dann ist das halt so. Er wird seine Meinung irgendwann schon einmal ändern, glaube ich. Wenn der Sprit noch teurer wird, jetzt glaube ich, wird er wegen runtergehen, weil es jetzt seit 3 Tagen regnet. Und die E-Autos bezahlbarer werden, die sind eigentlich noch am Anfang und dementsprechend wird es halt noch ein bisschen dauern mit der Reichweite oder mit der Infrastruktur und so weiter, aber das kommt alles noch. Und irgendwann mal werden viele, die jetzt sagen, nee, niemals, umschwenken. Und dann werden sie sehen, dass das gar nicht so schlimm ist. Euch werden die Eier nicht weggeschnitten, wenn ihr so ein Auto fahrt, auch wenn ihr das jetzt behauptet. Glaubt es mir. Das wird nicht passieren. Es macht tierisch Spaß, mit so einem Auto zu fahren, weil der für die gleiche PS-Klasse bei einem normalen Auto um Längen besser geht. Und wenn man sagt, man vermisst den Sound und das Schalten, das vermisst man nur, solange man weiß, oder solange man es nicht weiß, wie es besser geht. Ich genieße das mittlerweile, dieses fast lautlose Fahren. Ich fahre sehr oft ohne Radio, weil es einfach schön ist. Warum, dass man Autos so emotionalisiert, weiß ich nicht. Warum, dass man andere Länder angreift, um auf ihre Emotionen für irgendwelche Sachen zu reagieren und die schlecht macht, weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, wir sind kein Deut besser. Schön wäre eine neutrale Ansicht, fällt einem schwer, sehe ich selber, und fällt einem aber auch immer, immer schwerer, je mehr, dass man angegangen wird. Themaverfehlung, kann sein, aber das wollte ich mal rausdonnern. Außerdem wird schon lange wieder Zeit für ein Video. Ja. Das war's. Was haltet ihr von dem Vergleich Waffen, Autos?
Schreibt es mir unten in die Kommentare, bitte. Neutral, auch, aber von mir aus auch mit Emotion. Weil Emotion ist das Leben. Servus, Herr Glocker. Euer Focke.